In der Nacht zum 1. Mai setzen die Dorfburschen im Rheinland ihren Maibräuten Maien ans Haus. Hier der Hof der Maikönigin 1962 in Bornheim bei Bonn. Unter dem Maibaum im Oberdorf versammeln sich die Junggesellen, um ihren Maikönig und die Maikönigin abzuholen und sie in festlichem Zuge zur Krönung zu geleiten. Auch die Schützen beteiligen sich. Die Junggesellen tragen weiße Hemden und Schirmmützen. Zwei Vorreiter machen sich fertig. Der Zug nähert sich dem Gehöft, in dem der Maikönig zu Hause ist. Von zwei Ehrenjungfrauen begleitet, tritt der Maikönig aus der Türe. Ihm zu Ehren ein Fähnel schwenken. Nach dem Umtrunk geht der Zug ins Unterdorf zum Hof der Maikönigin. Eine mit Girlanden und Blumen geschmückte Kutsche ist für das Königspaar hergerichtet worden. Das Zeremoniell beim Abholen der Königin beginnt mit dem Einzug des Königs und seiner Ehrendamen in den Hof. Dicht gedrängt hat dort der ganze Zug Aufstellung genommen. Die Königin im festlichen Ballkleid wird mit dem Mailied begrüßt. Ein Mädchen trägt auf einem Kissen die Krone. Zunächst wieder ein Ehrenschwenken durch den Fähnrich der Junggesellen. Dann der Tanz des Königspaares unter der Junggesellenfahne. Auch die Königin gibt einen Umtrunk. Ein zweiter Tanz für die Ehrenjungfrauen. Und nun der Aufbruch des Zuges zum Krönungsplatz.
Das Maikönigspaar des Junggesellenvereins aus dem Unterdorf wartet schon auf dem Krönungspodium. Viele Zuschauer aus dem Dorf und alle Dorfvereine geben dem Geschehen einen feierlichen Rahmen. Meine lieben Maikönigspaare, auch die Eltern unter uns werden sich wohl kaum an ein Jahr erinnern, in dem wir so lange auf den Frühling haben warten müssen. Nun wollen wir symbolhaft in der Krönung der Maiköniginnen alles das für uns erhoffen. Der Dorfpfarrer hält die Krönungsrede. Er vollzieht auch die Krönungshandlung. Der Bürgermeister überreicht Blumen im Namen der Gemeinde. Nach dem Huldigungsmarsch des Fanfarenchors wiederholt sich das ganze Zeremoniell. Fahnenschwenken, jetzt von allen Fähnrichen vorgeführt. Zum Mailied, der Ehrentanz beider Königspaare. Damit ist die Krönungsfeierlichkeit zu Ende. Die aus dem unteren Ortsteil stammende Maikönigin muss nun noch in das Oberdorf geleitet und hier eingeführt werden. Der Zug kommt im Oberdorf an und stellt sich unter dem Maibaum auf.
Mit dem Tanz unter der Junggesellenfahne wird die Maikönigin im Oberdorf vorgestellt. Anschließend halten die Junggesellen mit dem Königspaar ihren Maiball. Er ist Höhepunkt und Abschluss des Festes.